Moin zusammen und willkommen aus Bremen. Ja, ich bin auf dem Weg nach Berlin und immer wieder kommt von euch: Mensch, Stefan, mach doch mal einen Roadtrip mit deinem Taycan und mach das und mache ich jetzt. Ist jetzt kein Roadtrip. Also müssen wir uns ehrlich sagen, diese 420 Kilometer ist jetzt nichts Besonderes. Aber ich wollte dich einfach mal mitnehmen und dann am Ende vielleicht auch sogar mal eine kleine Berechnung machen, was mich so ein Trip 420 Kilometer dann mit einem Porsche Taycan kostet, weil man ja mal sagt, Porsche ist generell teuer und E-Mobilität kann keiner bezahlen und ich will euch einfach mal zeigen, wie es am Ende tatsächlich steht. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, nach dem Intro geht's sofort los. So, meine Lieben, ich habe meine Porsche-App, um euch mal eben zu zeigen, viele Wege führen nach Rom und die Porsche-App führt nach Bremen, Berlin natürlich. Ich habe das Ziel eingegeben. Wir fahren jetzt erstmal nach Bernau. Da arbeitet Steve und mit dem gehe ich dann nachher Mittagessen. Es ist jetzt gerade 9:20 Uhr hier in Bremen und ich soll um 14 Uhr da sein. Ganz gemütlich erstmal. Ich weiß nicht, was oben in Hamburg los ist. Ich muss oben rumfahren. Normalerweise fahre ich gerne unten A7, A2, also Hannover rüber, über Magdeburg. Wenn ich jetzt nach Bernau will, ist es cleverer, oben über Hamburg zu fahren, also die A1 hoch und dann später auf die 24. Genau das werden wir jetzt tun. Die Strecke kenne ich gar nicht. Habe den Filter so gesetzt, dass ich mit Ionity dementsprechend lade. Und das zeige ich euch jetzt mal eben. Am besten mache ich dazu eine Bildschirmaufnahme natürlich, damit ihr das seht. Ich habe das Ziel natürlich eben schon eingegeben. Ihr seht, 4 Stunden 25 sagt er jetzt bei 416 Kilometer. Ich kann in der Übersicht mal eben gucken, wie er laden möchte. Da seht ihr jetzt, dass es einmal nach Wittenburg geht, 13 Minuten laden und 12 Minuten nochmal Heiligengrabe. Heiligengrabe ich versuche ein bisschen länger in Wittenburg zu sein, Heiligengrabe auszulassen und dann gibt es nämlich kurz vor Berlin noch einen Ionity, den kenne ich noch gar nicht. Den habe ich über Apple gefunden. Und das wäre jetzt mein Ziel. Dann kann ich den vor Berlin die Karre nochmal richtig schön voll machen und die Zeit, die ich vielleicht noch habe, weil ich erst um 14 Uhr da sein muss, dementsprechend zu nutzen, um vielleicht noch ein bisschen mehr Strom reinzuladen. Gucken wir mal, ob es ausgeht, weil ich kenne die Verkehrssituation gerade nicht. Jetzt seht ihr unten Route an Fahrzeug senden. Das machen wir mal eben. So, frag mich nicht. So, angezeigte Route wird vom Fahrzeugprüfgerät angepasst. Angepasst heißt, das zeige ich euch jetzt, dass er dementsprechend, wenn ich jetzt sage, ja, du willst jetzt im Sportmodus fahren, dafür brauchen wir halt mehr. Und dann muss ich vielleicht länger laden. Oder du fährst im Range-Modus, dann muss ich halt weniger laden. Das gucken wir jetzt mal. Dazu mache ich die Kamera eben an. So. Zack. Wahrscheinlich geht gleich erstmal die Musik an, das kennen wir ja schon. So, also das ist Navi. Erstmal eben gucken. Normalerweise müsst ihr jetzt irgendwie sagen, okay, ich möchte doch jetzt hier das Ziel vom Telefon haben. Klappt wieder hervorragend. Seht ihr selber. Passiert nichts. Was soll ich jetzt dazu sagen? Wenn man sowas anbietet in der Software, dann wäre es schön, wenn das auch funktioniert. Gebe ich mal in der Suchfunktion. Normalerweise kommt dann so ein. Ah, jetzt pass mal auf. Ich war jetzt gerade auf Suche und zack. Das macht er gerade. Zielführung starten. Die Route wird berechnet. So, da seht ihr, er fährt oben rum, hat die beiden HPCs da drinne und schlägt mir nicht mal eine Alternativroute vor, weil ich dementsprechend das auch so eingegeben habe. Und wenn ich jetzt, mal gucken, was passiert, wenn ich auf. Die Route wurde geändert, damit das Ziel erreicht werden kann. Notwendige Schnellladestationen wurden hinzugefügt. Ihr seht da die beiden Stopps. Da kommt noch irgendwie ein Stau. Also das wird irgendwie bei Hamburg sein. Was ich ihm sagen wollte, ist, ich kann jetzt hier natürlich nochmal eben sagen, ich habe mir dieses hier drauf gelegt. Ich will im Range-Modus fahren. So, jetzt sagt er, guck mal, fahr im Range, ja. Dann sparst du sogar 10 Minuten. Zack, das machen wir doch.
Und Ankunftszeit 13:56. Das wäre hervorragend, weil das ist ja genau die Planung, die ich habe. Und er sagt jetzt, ich muss nur ein einziges Mal laden, und zwar 8 Minuten. Jetzt gucken wir uns mal eben an, was er da hat. Das wäre jetzt in Wittstock-Dosse ein Allego. Ich würde tatsächlich in Wittstock dann alternativ, ich glaube, da ist auch ein Ionity. Ich zahle halt weniger an Ionity. Guti, also machen wir mal los. Fahrbereitschaft herstellen, alles hier so ein bisschen zurechttüdeln. Coke Zero ist dabei und ab nach Berlin. Ja, Fahrbereitschaft hergestellt. Ich habe jetzt meine Jacke ausgezogen. Es werden heute 20 Grad und Sonne oder mehr in Berlin. Und im Auto ist es auch warm, deswegen brauche ich ja keine Jacke anzuhaben. 12 Grad aktuelle Außentemperatur. Ich gucke jetzt mal eben, was er gleich so vom Verbrauch her sagt. Das zeige ich euch auch. Ist dreckig. Seht ihr? Ein bisschen schmierig. Macht man einmal hier auf die Taste, macht sauber. Ich sehe, was ich nach hinten sehen muss. So. Guti, los geht's. Und jetzt wollen wir ab nach Berlin. Muss mal eben. So. Jetzt links abbiegen und danach wieder links abbiegen. Das machen wir doch gerne. Also, mal eben für euch. Ich fahre nicht mit 100% los. Das Klickern ist immer das Umschalten meines Gimbals hier. So, ihr seht 92%. Batterie ist bei 15 Grad. Das andere ist die 12 Volt Batterie. Oben steht das Datum. Ich bin jetzt bei ihm auf den Range-Modus gegangen. Er sagt 110. Das werden wir ganz schnell ändern gleich. Ich fahre nicht mit 110 über die Autobahn. Das solltet ihr wissen. Ich wollte nur gucken, wie er die Routenplanung eben ändert mit im Bitte in Range-Modus. 500 Metern links abbiegen in die Birkenfeldstraße. Aber A habe ich ja schon erwähnt, dass Allego jetzt keine Option für mich ist, wenn ich 30 Cent an Ionity zahle. Und 110 auf der Autobahn ist auch keine Option. Na, was piept denn da? So, auf der Autobahn. Jetzt stellen wir erstmal um, dass ich übrigens Sonne, deswegen sorry mit der Sonnenbrille. Ich weiß, ihr mögt das nicht, aber wenn so viel Sonne gerade ist und ihr seht es in meinem Gesicht, dann fahre ich dann lieber doch mit Sonnenbrille. Also, was ich sagen wollte, jetzt stellen wir erstmal um auf von Limiter auf den Tempomaten. Ist bei Porsche halt immer ein bisschen tricky. Muss man halt wissen, wie das geht. Ihr habt an der linken Seite. Habt ihr den Schaltstock da unten? Da ist unten drunter hier ein Hebel. Den drückt ihr. Dann seht ihr, dass ich hier von Limiter jetzt hochswipen muss gleich. Das mache ich mal eben gleich. Also, das zeige ich euch gleich mal in Ruhe, also wie ich das mache. Und dann gehe ich auf InnoDrive. Aber das muss ich damit machen. Das heißt, ihr müsst immer zwei Hände am Lenkrad haben, wenn ihr sowas umstellt. Ist halt so eine Sicherheitsgeschichte und ist auch in Ordnung so. Aber deswegen kann ich es euch jetzt nicht zeigen. Weil immer Sicherheit geht vor. So, ihr seht inzwischen auch, die Route hat sich geändert, weil ich auf normalen Modus fahre und ich mit jetzt zwei kurzen Ladestopps ankommen soll. Es ist Wittstock und Wittmund oder so ist das. Und dementsprechend so, wie ich es erwartet habe. Joa. Also, in diesem Sinne, ich schalte jetzt um auf InnoDrive, lasse das Auto fahren und melde mich dann zwischendurch oder vom Ladestopp oder so. So.
So, jetzt bin ich auf der A1. Hier ist auch freigegeben, aber der Verkehr lässt auch gar nicht viel zu. Also ich fahre da, wo es jetzt geht, so gerade 150. Werde jetzt gleich wieder eingebremst, weil echt viel los ist heute. Na, wie gesagt, inzwischen auch schon 14:10 Uhr Ankunft. Verbrauch liegt aktuell bei 27 Kilowattstunden auf 100. Ich denke, das wird noch runtergehen. Außentemperatur bei 13,5 Grad. Und wie gesagt, Autobahn ist recht voll. Erstaunlicherweise auch ein paar Holländer unterwegs, von mir gerade ein e-tron. Kann mal zeigen. Ja, müsste schon der neue sein, oder? Q8. Ja, wie es so bei Audi ist, die sehen alle gleich aus. Jo, also, wie gesagt, Navi sagt inzwischen auch jetzt 14:09 Uhr, aber ich glaube, da kannst du heute keinen Blumentopf gewinnen. Also, A1 ist generell Richtung Hamburg immer recht voll. Nachher hoffe ich, dass es ein bisschen entspannter wird, wenn es auf die A24 geht. Kann man auch vielleicht mal schneller fahren. Wir werden sehen. Jo, irgendwie ist da draußen ziemlich viel los, wie ich schon gesagt habe. Die Ladeplanung wurde gerade angepasst, die Route wurde geändert. Ich lade jetzt irgendwie an einem, weiß nicht, 24 Minuten an einem Ladepunkt. Hab noch nicht geguckt, wo es ist. Und ich bin statt 13:55 Uhr oder sowas, vorhin gesagt habe, soll ich erst um 14:34 Uhr da sein. Das sind mal eben 40 Minuten, die ich verliere, weil hier irgendwie viel los ist. Ich gucke jetzt mal eben, was hier auf der Bahn los ist. Beziehungsweise, wo ich jetzt lagen soll. Ich habe keine Ahnung. So, Ionity Heiligen Grabe ist drinne und ich soll jetzt erstmal Richtung einer Aral Puls fahren in Wittenburg. Verstehe ich nicht, weil Wittenburg dementsprechend halt auch Ionity hat. Ja. Wir gucken einfach mal weiter. Ich soll mit 15% ankommen. Ich habe aktuell Information, 73% drinne. Also es kann sich alles nochmal ändern, das ist eine dynamische Routenführung und dementsprechend weiß ich gerade nicht, was da noch alles passiert. Auf jeden Fall verliere ich gerade einfach mal richtig Zeit. Das wird Steve nicht freuen, der hat um 14 Uhr Feierabend, man wird dann Hunger haben und ich lasse auf mich warten. Augen auf bei der Routenplanung. Ja, mich hat das ja aufgeregt, dass ich so viel Zeit verloren habe mit den zwei Ladestopps. Dann wollte er mich auch noch zu Shell Recharge lotsen, was ja nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Geht gar nicht. Und weil ich nicht weiß, was da für Ladesäulen sind, weil Shell, das ist mitunter auch mal wirklich eine alte Ladesäule, sowas wie eine EFAZEC. Also es sind keine EFAZEC, aber irgendwas anderes. Und da vertraue ich überhaupt nicht drauf. Und daher habe ich jetzt mal gesagt, okay, wechsel mal auf den Range-Modus. Also A, ich gewinne dadurch natürlich richtig an Reichweite. Wir sind wieder bei der Einstopp-Geschichte. Und aus 14:35 Uhr ist jetzt 14:02 Uhr geworden. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es noch parallel damit was zu tun hat, dass der Stau vor Hamburg, der sich angekündigt hat, mit einer Verzögerung von 50 Minuten jetzt ein bisschen entspannter ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das war sofort zu merken. Einzig, was mich ein bisschen nervt, er passt halt beim Range-Modus die Geschwindigkeit auf den Verbrauch an und sagt und gibt das eigentlich vor. Das heißt, ich kann das selber nicht mehr bestimmen. Und dementsprechend darf ich jetzt 120 fahren. Und es ist halt nicht so meine Wohlfühlgeschwindigkeit. In Anbetracht der Dinge, dass ich jetzt aber nicht möchte, dass Steve unnötig wartet. Und ich halt einen harten Anschlag habe, wann ich in Berlin sein möchte, höre ich auf das Auto und fahre genauso. So, A1 ist Stillstand und ich bin jetzt mitten in Hamburg. Er fährt mich einfach mitten durch Hamburg, weil es schneller geht.
Ankunftszeit aktuell 14.16 Uhr. Steve, du musst ein bisschen hungern. Und ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass mitten durch Hamburg schneller ist an einem Samstag. Ne? Also, ich kann es euch mal eben zeigen. Ich bin mitten in Hamburg. Mitten drinne. Also, von daher gucken wir jetzt mal, wie schnell ich zur A24 komme. Und ich hoffe, da wird es entspannter. Aber das war jetzt eine Katastrophe. Die bisherige Fahrt. Durchschnittsgeschwindigkeit von 67. Das liegt unter meiner Durchschnittsgeschwindigkeit, die ich in Summe über die ganzen 25.000 Kilometer bisher mit meinem Auto hatte. Grandios. Inzwischen habe ich die Durchschnittsgeschwindigkeit hochgeschraubt auf 80, bin also wieder über dem Schnitt, den ich sonst so fahre. Auch lang genug gedauert, die A24 ist schön frei, wenig Verkehr, lässt sich gut fahren und darf auch, wo es freigegeben ist, jetzt laut Navi auch 140 fahren. Bin auf dem Weg zum einzigen Ladestopp aktuell. Er sagt immer noch 9 Minuten Ladezeit. Durchschnittsverbrauch ist inzwischen bei 23 Kilowattstunden auf 100. Das zeige ich euch gleich mal eben. Und Ankunftszeit 14:15 Uhr. Ich glaube, das ändert sich auch nicht mehr. So, da seht ihr es. Und zum Thema Verbrauch aktuell. Ne? Übrigens oben 8:59 Uhr. Ich bin eigentlich um 9:30 Uhr losgefahren. Also 8:59 Uhr bin ich aus der Garage rausgefahren und habe dann das Intro hier gemacht. Deswegen steht da 8:59 Uhr und nicht 9:30 Uhr. Guti, melde mich dann gleich vom Ladestopp und dann gucken wir mal nach Ladegeschwindigkeit. Ich hoffe, vielleicht auch das ein oder andere, was euch interessieren könnte. Ich kann über das Porsche Navi ja sagen, was man möchte. Ne? Ich bin jetzt noch 12 Kilometer vom Ladepunkt in Heiligengrabe entfernt. 5 von 6 Ladern frei, also sieht gut aus. Und ja, er hat jetzt die maximale Geschwindigkeit, also automatische Max-Geschwindigkeit aufgrund des Range-Modus angepasst, weil wir inzwischen bei 7% SOC sind. Finde ich geil. Ich bin ja jemand, ich fahre ja grundsätzlich das Auto so ein bisschen runter vom Akku her, das wisst ihr ja. Also wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich auch schon mal mit 0% überankomme. Dass aber jetzt ein Elektroauto mit dem integrierten Navigationssystem so fährt, wie ich mich wohlfühle, ist schon geil. Also ich habe bei Porsche könnt ihr einstellen, mit wie vielen Kilometern Rest ihr am Ziel ankommen wollt. Das sind bei mir 10 Kilometer, das ist das Geringste, was man machen kann. Dass er das dann aber auch tatsächlich so gestaltet, finde ich wirklich. So muss das sein. Maximalen Ladehub gleich ausnutzen. Bin gespannt, was bei Ionity zu sehen ist. Beziehungsweise aufgrund der Helligkeit wird wahrscheinlich an dem Display nicht viel zu sehen sein, aber hier im Auto kann ich es euch zeigen. Kann ich abnehmen, muss ich mir fahren. Bin angekommen am Ladestopp und jetzt wollte ich das mal Ihnen zeigen. Vier Prozent, 16 Kilometer Reichweite noch. Auto sagte schon hier: Maximum Range, bitte nur noch 90 km/h. Ja. Kann ich auch nichts für. So ist das halt, ne? Gehen wir mal eben raus, ich zeige mal eben was. Weil hier wird ausgebaut. Also, und wenn wir hier schon mal eben laden, dann können wir mal eben gucken. Guckt euch das mal an. Hier wird richtig gerissen. Da hinten ist ein PV-Feld. Das sind die ganzen neuen Charter.
Und da hinten wird auch noch ein Aufenthaltsraum gebaut. Das sieht doch geil aus, oder? Und jetzt laden wir erstmal. Also. Und an die Tesla-Fahrer unter euch. Ich kann das auch. Ich nehme den Stecker. Ich stecke den Stecker rein. Und das Auto fängt an zu laden gleich. Mal gucken, ob man hier hoch was sieht auf dem Display. Boah, nee, nicht wirklich, ey. Das ist genau diese alten Tritium-Lader. Hinten sehr schön neuen, die dann hier kommen. Aber ihr seht hier, hier steht jetzt erfolgreich Plug and Charge. Und damit lädt der Taycan. Und jetzt gucken wir gleich mal eben auf die maximale Ladegeschwindigkeit. Klack, 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 klack. Der muss gleich grün leuchten. Ach, Kommunikation ist ein schwieriges Thema. So, ihr seht grün. Jetzt gucken wir uns mal eben an, was hier an Ladegeschwindigkeit so entsteht. Zack. Also, aktuell sind wir hier noch bei 55, 131, 208, 229, 233, 238, 241. Ihr seht, der geht immer weiter hoch jetzt. Also ich mal gucken, wo er landet. Also 240 ist ja schon okay. 10 Minuten soll ich jetzt hier stehen. Zeigt aber auch oben an. Jetzt hat er minus 30 und am Ende übrigens 245. Ja, die Sonne ist halt wirklich doof, ne? Also da 245, 46. So, also lassen wir ihn mal im Laden und dann gucken wir einfach mal. 10 Minuten geht's weiter. Ein paar Sekunden später. Ihr seht es nicht. Er ist jetzt 8 Minuten dran. Wir laden mit 268 kW. Er ist 43% voll, also bei 44% noch 268 kW. Das zeige ich euch gerne mal hier im Auto. Da sieht man es besser. Ach ja. Fahrerseite rein. Also 44%, 268. Jetzt hier 265. 266. Nur. Weiterfahren bereits möglich. Bei 267, also der zieht jetzt richtig durch. Guck, überlegt euch doch mal, ich habe 50% geladen und der ist immer noch bei 266 kW. Ja, also insofern, ich fahre gleich weiter, aber das muss ich mir eben ausnutzen, dass er hier noch schön eine hohe Ladekurve hat, 245. Das ist halt so, wenn der Akku warm ist, dann stöpselst du den mit 200 kW ab und hast kein schlechtes Gewissen, weil die Karre doch ziemlich voll ist, ne? Guti, also noch ein, zwei Minuten und dann war's das. Irgendwann später. So, reicht jetzt auch. Einmal den Knopf drücken hier unten. Ladevorgang beendet. Waren jetzt 12 Minuten. 12 Minuten bin bei 60%. Von 4% oder was das waren. Insofern alles gut. Das schaffst du auch so schnell gar nicht, viel schneller mit dem Verbrenner, ne? Also, und weiter geht's bei den Kugeln. So, die letzten 114 Kilometer jetzt nach dem Ladestopp. 14.17 Uhr, trotz Ladestopp, ne? 14.17 Uhr, ihr kennt den letzten Zeit-Tag, der war irgendwie, was war denn das, 14.15 Uhr oder so, also effektiv nur 3 Minuten jetzt durch Laden verloren, hab natürlich 12 Minuten geladen, aber alles schick. Jo, also, ich fahre hier entspannte 140 aktuell und der Verbrauch. Ich muss mal umschalten, damit ihr das
24,2 aktuell. Also ist ein bisschen nach oben gegangen. Außentemperatur liegt jetzt bei 20 Grad, also ist eigentlich schick. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit ist inzwischen bei 84, ist aber tatsächlich nicht rühmlich, ne? Ich habe es tatsächlich schon mal geschafft, wenn ich nach Berlin gefahren bin, dass ich über 100 im Schnitt hatte. Oder umgekehrt von Berlin nach Bremen, ich weiß nicht mehr. Also 101 ist eigentlich so ein Schnitt, den kriege ich ganz gut hin. Also ein bisschen über 100. Ich glaube, ich habe auch schon mal 110 hingekriegt, da bin ich auch wirklich geballert. 84 ist nicht gut. Ich werde auch wirklich lange unterwegs sein. Jetzt bin ich 3:46 unterwegs, 9:30 Uhr. Jetzt ist 14:16 Uhr. Ja, genau, das passt. Ja. So ist das halt, wenn man vor Hamburg in den Stau kommt. Und es hat seine Gründe, warum ich lieber die Strecke unten über die A7 und die A2, also über Hannover und Rostock, nehme. So Leute, ihr kennt das Spiel, wenn er die Sonnenbrille abgenommen hat, dann ist irgendwas passiert. Ich bin da. Zack. Und, guck mal auf die Uhrzeit, 14:01 Uhr. Tada! Damit kommen wir auch mal eben zu den Daten. Und zwar, hier seht ihr, ich bin 4 Stunden 39 jetzt gefahren, mit dem dicken Stau und so weiter. Ich wäre halt viel schneller gewesen. 24,9 Kilowattstunden im Schnitt und 93 km/h Schnitt. Für die Geschwindigkeit habe jetzt noch eine Restreichweite von 62 Kilometer und mein Auto hat jetzt 26.000 Kilometer runter. Jo. So viel dazu, wie schnell oder nicht schnell man so einen kleinen Roadtrip machen kann. War ein Stopp, 12 Minuten und ich musste, echt Leute, ich musste pinkeln, ey. Es wäre nicht ohne Stopp gegangen. Ich musste sowieso auf Toilette. Und das Ganze für 16,18 €. Da seht ihr es. Das war mein Ladestopp. Also unter 20 € in einem Porsche von Bremen nach Berlin. Ja, natürlich muss ich jetzt hier in Berlin nochmal irgendwo laden. Ist mir völlig klar. Aber wenn man jetzt wirklich nur mal eben den Trip betrachtet, um von A nach B zu kommen, hat mich der Trip jetzt hier 20 € gekostet. Also nicht mal, ne? Guti, so, also das war mal wieder ein kleiner Roadtrip. Nächste Roadtrip ist schon tatsächlich geplant, der aber nicht im Taycan, sondern, und das wird jetzt noch nicht verraten, in einem völlig anderen Auto, gleicher Preisklasse, gleicher Größe, aber eben kein Porsche. Guti, soll es gewesen sein. Danke fürs Begleiten. Ihr habt jetzt mal einen kleinen Einblick, wie schnell man so mit einem Porsche von A nach B kommt, auch mit Staub, nee, beziehungsweise was es kostet. Ne? Bin jetzt mit 19% übrigens angekommen. So, sind noch 61 Kilometer. Ja, kann im Range-Modus sicherlich in der Stadt noch ein bisschen sich erhöhen wieder. Er denkt jetzt ja, okay, du fährst ja Autobahn. Muss nachher nochmal eben nach Adlershof zu meinem Kumpel. Heute Abend geht es dann auf die Bahn. Wir haben ein bisschen Spaß hier in Berlin zusammen. Die alte Mannschaft und jo, soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Grüße an die Fernsehgeräte da draußen und so weiter. Wir sehen uns demnächst wieder. Mal gucken, Smart Home oder doch wieder was vom Porsche. Wir werden sehen. Also, gehabt euch wohl. Schönes sonniges Wochenende in diesem Sinne und bis bald. Ciao.